Herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64. Ja, wir sind jetzt hier rausgegangen aus dem einen Kurs, weil der letzte Stern wahrscheinlich nicht funktioniert. Was ist denn hier los? Ohne den passenden Schlüssel bleibt dir dieser Weg versperrt. Naja. Wir müssen jetzt einen anderen Weg finden. Nicht diesen Sternweg will ich jetzt nicht unbedingt machen, aber es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, jawohl. Wie viele Sterne brauchen wir dafür? Die Macht der Sterne öffnet dir die Tür. Oh, die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Okay, konntest du mir doch nicht merken. Okay. Moment. Nein, da will ich nicht rein. Mit Sicherheit noch nicht. Das ist schon das Ende oder was da hinten? Da gehe ich mit Sicherheit noch nicht rein. Dann gehen wir hier lang. Nee. Da fehlt auch noch ein Schlüssel. Oder muss ich da rein? Ich weiß es nicht, ich will es nicht wagen. Ah, der Buhu geht da zwar rein, aber... Oh. Was hat's mit euch auf sich? Jawohl. Okay, die Buhus können wir mit der Stampfattacke locker erledigen. Mal aus der Ferne anschauen. Ja, und was ist jetzt hier? Gehst du in die Hocke und drückst den Sprungknopf, kannst du einen Rückwärtssalto ausführen. Du machst einen Weitsprung, indem du im Rennen den Z-Knopf drückst und springst. Upsala. Soll das eine Andeutung eigentlich darauf sein? Nö. Hä? Ich weiß nicht, wo es weiter sein gehen soll. Lies mal das Schild da. Hallo. Warum ist es die gleiche Taste wie zum Schlagen? Mit dem richtigen Timing kannst du sehr hoch springen. Den Dreisprung kannst du ausführen, wenn du rennst und dreimal hintereinander springst. Wandsprünge sind eine effektive Methode, um hohe Stellen zu erreichen. Springe an eine Wand, sobald du sie berührst, musst du erneut springen. Ja, ja. Kenn ich. Ich meine, warum sind da hier die Buhus eigentlich? Irgendwas ist doch hier. Drücke im Rennen den B-Knopf, um einen Hechtsprung zu machen. Mit dem A- und oder B-Knopf kommt Mario auf die Füße zurück. Ja. Yeah. Was haben wir denn da? Hey, psst, pass auch mal auf. Die Geister sind sehr schüchtern. Siehst du ihnen in die Augen, verschwinden sie. Drehst du ihnen allerdings den Rücken zu, werden sie wieder sichtbar. Attackiere sie von hinten, um sie zu besiegen. Sollen wir die eigentlich alle mal besiegen? Sollen wir das mal machen? Das geht auch so. Da ist ein Käfig drin. In dem da. Oh, das ist sogar Kurs 5. Den brauchen wir. Big Boosburg. Okay, machen wir hier weiter, oder? Geh auf Geisterjagd. Okay. Wusste ich nicht, dass es hier so weitergeht? Komm nur näher. Ja, je. Geht's wirklich um Geister? Einmal hier drauf. Wow.
Ach du meine Güte. Das war jetzt mal ein schöner Sprung. Was ist das? Wenn du im Geistkreis rennst, werden manche Gegner große Augen machen. What the fuck? Warum werden die Augen machen? Kapiere ich nicht so ganz. Müssen wir die ganzen Schilder hier lesen oder nicht? In den blauen Blöcken befinden sich die fantastischen Tarnkappen. Damit kannst du durch die Mauern gehen oder Geister erschrecken, okay? Die haben wir aber noch gar nicht, oder was? Im Horrorhaus solltest du den Mund geschlossen halten, damit deine Zähne nicht vor Angst klappern. Ja, okay. So, viel Angst werde ich bestimmt auch nicht bekommen. Und außerdem ist das Mikrofon ja nicht am Spiel angeschlossen, oder? Ist es heimlich so? Hey, psst, pass mal auf, die Geister sind... Genau der gleiche Text, den wir schon kennen. Könntest du hier bleiben? Dankeschön. Ja gut, das hat uns jetzt nicht viel gebracht. Gehen wir mal in die Tür da rein. Interessiert mich jetzt einfach mal. Wow. Wir können dem nichts machen. Da ist ein Aufzug. Ja. Schauen wir mal, oder? Warum ist da Wasser? Ja, eine Etage tiefer im Keller mal schauen. Ja. Hier ist alles überflutet, schön. Wir sind auf Geisterjagd gehen, aber wie und wo und was? Ja, was machen wir denn hier? Hier sind so viele Türen. Oh. Karussell, juhu. Ich fühle mich hier wie auf dem Jahrmarkt. Da. Ja, dann gehen wir halt mal in die Türe. Ich meine, hier kann man sich nicht gerade schwer verlaufen. Ach, da runter kann man auch. Sag mal, wo sollen wir denn eigentlich hin? Das ist lustig. Irgendwie ein kleiner Bug, oder? Wenn man runtertaucht und wieder hochtaucht, dann füllt man sein ganzes Leben wieder auf. Weil zum einen die Powerleiste zum Tauchen gedacht ist und zum anderen auch fürs Leben. Ja, wo soll man denn alles suchen? Keine Ahnung. Ich meine, Geisterhäuser sind ja immer so... Muss ich so rum reingehen oder was? Komm jetzt nicht mehr da raus. Au. Wetten, ich gehe schon wieder ins Gleiche. Ne, jetzt bin ich draußen. Oder auch nicht. Mist. Doch, bin ich. Oh mein Gott. Für was ist dieses Karussell? Karussell mit Bildern? Moment. Ich meine, für was soll sonst der Raum hier sein? Okay, auch nicht.
Ich habe keine Ahnung, was wir hier so tun sollen. Sind wir vielleicht im halb falschen Gebäude, oder? Wir hätten drauf hören sollen. Also, tschüss hier. Wieder raus. Na, was für eine Musik hier. Und tschüssi. Tschüssikowski. So, jetzt sind wir wieder bei dem blendenden Auge. Wenn Blicke töten können, genau, so. Ja, der kann wirklich mit seinem Blick töten. Ah. Oh mein Gott. Okay, Türe für Türe ausprobieren. Ich kann nicht die Tür... Sollen verdammt nochmal auf Geisterjagd gehen? Was zum Teufel? Sollen wir hier... Die Geister alle... Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Das hätte ich höher sagen sollen. Oh je, wieder eine einstürzende Brücke. Die wieder hier erscheint. Sehr schön. Ach du meine Güte. Also da sind wir reingegangen, hier wieder raus. Dann gehen wir hier weiter. Irgendwo muss es ein weiter gehen. Ja. Okay, das zählt als Treffer. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Aha. Okay, ich glaube, wir sollten den einen Geist auch noch erledigen. Den einen Buhu. Das wird sich schon lohnen. Ja, 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 ja. Jeder will zum großen Bruder, den ich mit einem Tritt wahrscheinlich K.O. hab. Okay, eigentlich war's das. Dann suchen wir noch die restlichen Buhus. Nein. Ich weiß nicht, warum es hier einen Pool gibt. Warum gibt es hier einen Pool? Na, damit man hier reinfliegen kann oder so. Oh Mann. Der Raum ist also nicht so da, um reinzugehen, sondern ein Auffangbecken. Oh Mann. Das kann ja wirklich ewig dauern. Ich glaube, wir müssen wirklich jeden Buhu hier ausschalten. Und nach oben. Und nach unten. Jetzt frage ich mich, was passiert. Kommt er wieder nach oben? Nach unten? Nach unten? Oben, ja genau. Kommt er wieder nach oben? Jawohl. Dankeschön. Und Quatsch. Oh, jetzt bin ich durchgeglitscht. Auch nicht schlecht. Okay, im Stand können wir keinen Dreisprung machen, habe ich jetzt langsam gemerkt. Na komm jetzt. Hier weiter. Ein paar haben wir ja schon. Hier waren wir zuletzt drin, also gehen wir hier weiter. Wenn Blicke töten können, jawohl. Und du bist ein... Achso, das war nur ein Raum. Mehr gibt's hier nicht. Dann geht's hier weiter. Was ist das? Ein Stuhl. Oh, welcher gegen Stuhl fliegt, der noch nicht geworfen ist? Au. Wo sind die Buhus, die das steuern? Erinnert mich ein bisschen an Luigi's Mansion. Oh. Bams. Das würde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du was erleben. Ja, wie oft noch?
Okay. Hier ist aber immer noch... Wie sind denn das? Was? Der hat was anderes gemacht. Sagt. Komm nochmal. Okay, das müsst ihr euch dann im Video anschauen. Das hab ich gemeint, der... Jetzt sagen all... Oh, das ist schon der Große. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und da ist unser Stern. Jawohl. Och nee, jetzt müssen wir da hoch. Ist es dein Ernst? Ist das die Ernst? Oh. Oh, 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 ich will nicht vom Klavier gespressen werden. Nein, nein, nein. Hä, wie kommen wir da hoch? Oder ist es in der Mitte irgendwie so eine Aufzugsplattform? Oh, jetzt ist er erst die Treppe gekommen. Oh. Na gut. Und damit haben wir uns auf Geisterjagd begeben und haben unseren Boss Boohoo besiegt. Jawohl. Und natürlich einen Stern ankassiert, den wir natürlich brauchen für unsere Prinzessin Peach. Unsere alles geliebte Prinzessin. Tja, wann Mario eigentlich ihr mal ein Liebesgeständnis macht? Ha? Obwohl, im neuen Smash Bros. Soll er ja irgendwie Rosalina schöne Augen machen. Da bist du. Ich muss es jedes Mal neu machen, oder was? Muss den jedes Mal neu aus dem Ding... Ja, komm. Bams. So, diesmal bin ich nicht gleich direkt dran gelandet, aber her damit. Big Bo's Burg. Besuche Big Bo's Karussell. Da waren wir doch schon. Das heißt, wir müssen hier lang. Was soll das? Ich kann doch da runterfliegen, oder? Ist doch Wasser, jawohl. Da muss man nicht ewig warten, bis der Aufzug da unten ist. Ja. Warum haben wir da keinen Stern gefunden? Den Stern hätte ich gleich gern mitgenommen. Dankend hätte ich den angenommen. Ja, ja, unser Jahrmarkt-Karussell. Ach, jetzt sind da Boohoos. Einmal. Ah! Wow. Jetzt springe ich gleich wieder rein. Verdammt. Ich glaube, wir müssen hier die ganzen Boohoos, hier rauskommen, besiegen. Komm, doppelt. Jawohl. Ach, da kommt schon ein Riesen. Okay. Ich glaube, wir müssen immer vier besiegen, um den Riesen zu bekommen. Weil der braucht auch vier Treffer, glaube ich. Eins. Zwei. Drei. Okay, nee. Naja, das war jetzt flott, oder? Wenn man weiß, wie es geht, dann geht's. Das Karussell ist stehen geblieben. Wie mysteriös. Oh, buhaha. Here we go. Besuche Big Boss Karussell. Unser 26. Stern. Speichern und weiter. Ja, oh. So wieder durch die... Und Sprung. Ach komm. Bams. Und Sprung in den kleinen Käfig zurück. Löse das Büchereirätsel. Das hatten wir doch auch schon. Komm, das machen wir noch. Das machen wir noch.
Wetten, das war's nicht. Hab ich mir da was eingebrockt. Da war sie doch, oder? Jawohl. Einmal draufschlagen. Oh, jetzt kommt der Stuhl. Einmal. Zweimal. Nochmal. Was war denn das? Schon wieder so ein... Doch nicht. So wie ich das mir vorgestellt habe. Oh je. Gehen wir mal hier aus dem Raum raus. Ist das auch noch die Bücherei? Dreh mal die Kamera. Au. Au. Raus da, raus da. Oh je. Gehst du da hoch? Gehst du da hoch? Du musst ins Licht, ich weiß. Nein. Ich kann da oben nicht stehen. Bleib jetzt mal stehen. Okay. Nö. Was soll ich denn sonst mit diesem Klavier da anstellen? Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Arme Glempner. Krieg ich dich jetzt? Upsala. Fängt ja schon wieder super an. Jetzt komm. Ja, jetzt, ja. Wenn ich keine Stampfattacke mache, wird er wieder zu. Wird er wieder normal. Das ist total cooler Trick hier. Ach man. Beweg dich mal so, wie ich dich brauche. Bams. Das wird eine Überlängenfolge, aber mal. Naja, egal. Das ist das Büchereirätsel. Yippie. Oder muss ich da auch Fragen über Fragen, die uns hier begleiten im Geisterschloss. Ja, cool. Das ist hier keine Bücherei. Also das ist mal der Eingang über dem Klavier. Das ist hat mehrere Stockwerke, die Bücherei. Oh mein Gott. Autsch. Autsch, dann wird es wohl der da sein. Jetzt ist die Frage, welcher? Der da? Jawohl, und dann der da. Das war's schon. Aha. Jetzt hat er's. Ach, das Rätsel haben wir Rätsel ist Lösung. Okay. Super. Ganz einfach eigentlich. Alles. Löse das Büchereirätsel. Geschafft.
Speichern und weiter. Ja, aber so viel weiter geht es auch in diesem Part nicht mehr. Und zwar, das war's heute wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Und jetzt lasst mich dieser Bohu nicht in Ruhe. Bams. Ja. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Big Bo's Burg bei Finde die 8 roten Münzen. Naja, das komischste Spiel, das es gibt. Aber wenn ihr euch drauf freut, dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ciao.